Back from the dead. Montag, der 15. Juli 2019. Willkommen zur neuen Episode des Rocket League eSport Shops. Und ja, heute ist es endlich soweit. Wir haben einen geilen Shop drin. Und wir fangen mal auf der linken Seite an. Ihr seht schon, wir haben endlich das lang erwartete Decal drin von Cloud9 für den Octane. Also endlich ist er da. 300 Tokens, wer sich den holen will, endlich zuschlagen. Ansonsten kein Plan, wann er wieder reinkommt. Also holt euch auf jeden Fall das Decal. Absolut nice. Kann ich nur jedem empfehlen. Sieht absolut cool aus. Dann geht's weiter mit Splice für Dominus. Für 300 Tokens. Sieht auch absolut nice aus. Hinten auch nochmal der Schriftzug mit Splice. Vorne die Schlange drauf. Sieht schon geil, dass an den Seiten nochmal Splice stehen. Also, ist auf jeden Fall auch nice, muss man sagen. 300 Tokens. Mousepots ist drin für den Dominus. Ebenfalls ziemlich nice. Hinten nochmal Mousepots und das Logo hinten drauf, was ich geil finde. Coole kleine Details auf jeden Fall. Und in Rot kann man auf jeden Fall fürs rote Team nehmen. Dann haben wir von Ghost das Decal drin. Ich weiß nicht, was heute los ist. Holy shit, was ist das für ein Shop? Und auch kein Banner drin. Das ist der beste Shop, den ich je gesehen habe, glaube ich. Absolut nice. Ghost ist drin für 300 Tokens. Lohnt sich absolut auch. Also kann ich nur jedem empfehlen, für einen Octane das zu holen vielleicht. Und vielleicht das hat man eine gute Mischung. Also beide sind sehr, sehr nice. Und dann haben wir noch zwei Reifenpaare drin. Zum einen haben wir Evil G drin mit den Apex, allerdings in Standard, nicht gepainted. Und die sehen nicht schlecht aus, muss ich sagen. Das Einzige, was hier nicht ganz so gut zur Geltung kommt, ist tatsächlich hier, die haben ja dunkelblaues Logo sozusagen, beziehungsweise dunkelblaue Teamfarben und deswegen ist der Rand von den Apex ein bisschen dunkelblau. Es kommt ein bisschen wenig zur Geltung. Trotzdem muss ich sagen, sieht das ziemlich nice aus. Bisschen weird, weil das Evil G-Logo so ein bisschen eierig irgendwie ist. So, ihr wisst, was ich meine, ist nicht ganz so rund, ist so ein bisschen eierförmig gemacht. Trotzdem nice Reifen, die man holen kann. 1000 Tokens, muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall cool, dass wir mal endlich wieder ein paar coole Reifen drin haben. Wo wir schon bei coolen Reifen sind, schaut euch die mal an. Wir haben Titanium White TSM Usurper drin. Und wie krass sind die bitte? Exotic Wheels und dann in Titanium White. Ich habe gestern noch gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir endlich mal wieder gepaintete Sachen reinbekommen. Und zack, da sind die. Und ich muss sagen, die lohnen sich vielleicht wirklich zu holen. Also, das Logo sieht sexy aus, muss ich sagen. In schwarz mit TSM. Der Rand dann in weiß. Das sind schon geile Reifen. Gucken wir mal, wie sieht das aus auf einem etwas helleren Car sieht das Ganze so aus. Auf einem dunklen Auto würde ich das wahrscheinlich sogar empfehlen. Und dann vielleicht sogar mit TSM. Oder vielleicht als mit Ghost oder mit Cloud9 dann gemixt. Auf jeden Fall geil. Mein Highlight geht zu 1000% raus an diese Reifen hier. Die sind absolut nice. Und natürlich auch, darf man nicht vergessen, Ghost und Cloud9 mit den beiden Decals, was absolut krass ist. Also, schlagt auf jeden Fall zu, Leute. Ist einer der geilsten Shops, die ich bisher gesehen habe in Rocket League. Also, schreibt gerne mal rein, was euer Highlight ist, was ihr euch gönnt. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.